Vorbereitungen für Weihnachten laufen auf Hochtouren. Wenn ich hier in die Röhre sehe, da ist noch nichts drin. Aber bald wird hier eine Biogans schmoren. Aber vielleicht magst du es lieber vegetarisch. Auf alle Fälle, das, was wir gut vorbereiten, das wollen wir dann genießen. Und darauf kommt es an, Weihnachten zu genießen und ganz bewusst zu erleben. So wie wir Weihnachten vorbereiten, so werden wir es feiern. Gut vorbereitet ist auch folgende Aussage. 4 Sätze, 22 Worte, 3 Substantive, 1 Prädikat. Und da kommt Wesentliches unseres christlichen Glaubens zum Tragen. Wer das mit Maria und Josef nicht so mag, der wird hier fündig. Wem das mit den Hirten und den Weisen zu märchenhaft erscheint, der wird hier mit etwas Sachverstand und etwas Tiefgründigkeit auf seine Kosten kommen. Es ist wie die Schnittstelle zwischen Hardware und Software. Hier kommt es auf den Punkt. Und es geht an den Anfang zurück und ist von einer zeitlichen und einer räumlichen Dimension und hat eine hohe Qualität. Ich wünsche dir, dem nachzugehen und dem nachzuspüren, worauf es ankommt. Und es kommt das zum Ausdruck, was Gott will. Er will mit uns in Beziehung kommen. Er will mit uns ins Gespräch kommen. Bist du auch bereit, Christus ganz zu empfangen? Das wünsche ich dir in der Vorbereitung auf dieses große Fest. Lass dich einladen. Weißt du, wo dieser Satz steht? Teile es mir mit, wenn du es herausgefunden hast. Am zweiten Weihnachtsfeiertag werde ich darüber die Predigt halten.